diese Woche im Grill Sour Club Damien Cooper und Dominic Sie. Bin dann da an die Uni gegangen, habe Fotografie studiert, wollte Starfotograf in New York werden, ganz im Pipapo. Mein Mr. Beast zum Beispiel geht her, offensichtlich der erfolgreichste, und der sagt, wir haben die Qualität absichtlich niedrig. Ich werde aber keine Fotos machen, weil ich weder Street-Fotografie mache, ich mache keine Architekturfotos, ich mache keine Naturfotos, ich mache... Theoretisch war YouTube zuerst, und über YouTube bin ich überhaupt zum Filmmaking gekommen, aber mein YouTube-Channel hat halt nichts mit Filmmaking zu tun, sondern hat halt was mit Poker zu tun. Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration. Du machst ja YouTube und Filmmaking. Mhm. War das Filmmaking erst da oder war YouTube erst da? Und warum kam dann YouTube, wenn Filmmaking zuerst da war? Ja, das Lustige ist, dass das eine, also da gibt es eigentlich keine direkte Antwort für. Ich muss ein bisschen ausholen. Also, ich war eigentlich Fotograf in Deutschland, hatte da mein Fotostudio, hatte mit Filmen überhaupt gar nichts am Hut. Bin dann nach New York gegangen, wollte dort studieren, um zu wissen, ob ich wirklich, weil ich war vorher Autodidakt und bin dann da an die Uni gegangen, habe Fotografie studiert, wollte Starfotograf in New York werden, ganz im Pipapo. Dann habe ich mir mein Studium in New York mit Pokern finanziert und habe dann da gepokert in New York, weil Studium in New York ist ziemlich teuer. Hab dann beschlossen, dass ich eigentlich Poker geiler finde als Fotografie und cool, geiler Lifestyle, kannst durch die Welt reisen, kannst Geld verdienen. Hab das dann auch gemacht. So bin ich überhaupt nach Wien gekommen, weil in Wien ist Pokern legal und steuerfrei und hier gab es auch überall immer Pokercasinos. Und hab dann eigentlich Wien nur so als meine Homebase getreated wegen Steuergründen. Ah, ich muss mich übrigens schon mal für Anglizismen und ein ganz schlimmes Denglisch entschuldigen. Aber das bringt die Branche mit sich. Also, ich denke, Großteil der Leute, die hier zuhören, sprechen selbst so. Also auf dem her easy. Ich glaube, es ist eher ein deutscher Akzent, den die Leute dann nicht gewohnt sind. Ja, nicht gewohnt sind, ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Auf jeden Fall, ja, dann habe ich halt, bin ich hier nach Wien gekommen, des Pokerns wegen, wollte dann aber irgendwann wieder kreativ sein. Ich habe dann 10 Jahre vom Pokern gelebt, habe dann aber gemerkt, hey, ich möchte irgendwie doch wieder Kameras in der Hand haben, ich möchte was machen. Und habe dann einen Vlog über mein Leben als Pokerspieler auf YouTube gestartet. Ergo kam YouTube first, aber halt nicht als Filmmaker. Da habe ich dann gemerkt, dass mir Filmmaking eigentlich mehr Spaß macht als Pokern. Und habe dann da auch, weil ich hatte Pokerspielerfreunde, ich war da gut vernetzt, die hatten ihre neuen Firmen und so, und dann habe ich für die angefangen, Filmmaking zu machen und habe dann mit Pokern aufgehört und habe dann Filmmaking gemacht. Und dann habe ich aber meinen YouTube-Channel irgendwann in einen Filmmaking-Channel. Aber das war schon relativ am Anfang meiner Karriere. Also es ging schon beides an, Hand in Hand. Aber theoretisch war YouTube zuerst und über YouTube bin ich überhaupt zum Filmmaking gekommen. Aber mein YouTube-Channel hat halt nichts mit Filmmaking zu tun, sondern hat halt was mit Poker zu tun. Machst du Fotografie noch? Fast gar nicht. Also ich muss ganz auch, selbst wenn ich wochenlang im Ausland bin, ich nehme nicht mal meine Fotokamera mit. Mhm. Ich mache alles mit dem Handy. Ich habe da echt irgendwie die Lust verloren an Fotografie. Also es wirklich? Komischerweise. Also die Sache, ich bin auch nicht mehr so viel auf Instagram. Also ich habe sogar jetzt Instagram und Facebook gelöscht und mache das nicht mehr, weil ich auch... Es ist wirklich komisch, weil ich mag... Fotografie und ich liebe Fotos, aber wenn ich sie nirgendwo hochlade, sie niemand sieht und sie dann irgendwo auf meinem Handy vergammeln, hat es für mich irgendwie den Reiz verloren und deswegen habe ich echt dann fast mit Fotografie aufgehört, so in dem Sinne. Voll, also das wäre auch noch eine Frage gewesen, weil dein Instagram hat 6.000 Follower und dein YouTube hat 60.000 Follower. Also die zwei sind erstens, also alle Leute, die sagen, es gibt wahrscheinlich ganz ein paar Nischen, wo das passt, wo du die beiden irgendwie miteinander verbinden kannst. Ich kenne so viele Leute, die 400.000, 500.000 Subscriber auf YouTube haben und die haben 4.000, 5.000 Instagram-Follower oder andersrum. Mhm. Also ich kenne Leute, die haben wirklich so 300.000 Instagram-Follower und haben 3.000 YouTube-Subscriber. Ich glaube, die beiden Plattformen hängen einfach, also die haben nichts miteinander zu tun. Longform-Content, Shortform-Content, komplett was anderes. Also und ich habe dann irgendwann für mich entschlossen, ich hatte auch mal, ich habe auch noch einen Instagram-Account, den ich früher verwendet habe, mehr so personal, bisschen Influencer-Style, der hat auch wesentlich mehr Follower. Aber habe dann irgendwann gemerkt, dass die Zeit, die ich da reinstecke, die bringt mir einfach nichts. Also es ist, ich kriege nicht viel zurück, ich kriege keine Verbindung aufgebaut zu meiner Community, also zumindest nicht mit dem Content, den ich mache. Und monetär bringt es mir halt einfach gar nichts. Also ich mache darüber kein Geld. Und dann habe ich gedacht, die ganze Zeit, die ich da reinstecke, stecke ich lieber in YouTube. Also bevor ich den Instagram stecke, ja, bringt für mich irgendwie einfach gar nichts. Ich meine, ich kann das nachvollziehen mit, wenn man die Fotos nicht hochlädt, dann macht man auch keine Fotos. Ich mache tatsächlich, wenn ich privat unterwegs bin, gar keine Fotos. Ich habe Freunde, die auch Fotografen sind, die nehmen
weiß nicht, der kleine Leica oder so ist noch überall hin mit, halt wirklich zum Essen und bla bla und ich so, pff, chill, also nein, ich sehe das jetzt nicht, dass ich das mache. Und ich hatte, ich war im Sommer jetzt eine Woche in Mailand mit dem Motorrad und habe die Kamera eigentlich nur mitgenommen, weil alle gesagt haben, ich soll sie mitnehmen. Und ich so, ich werde aber keine Fotos machen, weil ich weder Street Photography mache, ich mache keine Architekturfotos, ich mache keine Naturfotos, ich mache Menschen, ja, aber Leute, die ich auch fotografieren will mit einer Idee und mit einem Gedanken und nicht random auf der Straße. Das finde ich strange. Und ich habe sie dann eigentlich nur mitgenommen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, die nicht unbedingt meine Lieblingsfolge ist, weil sie halt in einem dunklen Hotelzimmer ist, mit Licht von einem kleinen Balkon quasi, also es ist Katastrophenlicht, es ist ein Katastrophenvideo, ich bin todesrot, ja, also es ist so schlecht, es ist nicht meine Qualität und dann kam die Sommerpause, aber ich habe mich so geärgert, dass ich die Kamera überhaupt mitgehabt habe, weil auch wenn es nur das 2470er mitnimmst, ja, das hat so viel Gewicht und nimmt dann, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, wo du nicht einen großen Koffer mit hast im Gepäck, ja, sondern halt einen Rucksack und zwei Seitentaschen, nimmt das echt viel Platz weg. Ja, ist super lustig, dass du das ansprichst, weil ich genau heute, gestern genau darüber nachdenke. Also ich, wir haben es vorher auf Podcast schon ein bisschen geredet, dass ich jetzt wieder meine Prioritäten ein bisschen shifte und vorher war es halt Produktionsfirma first, YouTube-Channel second und dann halt Poker als drittes. Hat sich jetzt dieses Jahr ziemlich viel geändert und ich werde jetzt wieder professionelles Poker auf Nummer 1 setzen, YouTube auf Nummer 2 und dann Commercial Filmmaking so auf Platz Nummer 3. Ich bin ab Dienstag dann für das restliche Jahr, so bis nächstes Jahr in Vegas, weil ich dann halt, ich spiele immer nur in Vegas Poker und habe dann eigentlich gesagt, okay, ich mache dann da meine YouTube-Videos und nehme eine Kamera mit. Aber wie du schon sagst, ist einfach nur so, ich habe das schon öfter gemacht, dass ich für ein paar Monate in Vegas bin oder für ein paar Wochen und ich nehme dann eine Kamera mit, ich nehme ein Stativ und vielleicht nehme ich sogar ein Licht mit und ich vergammel dann in meinem Rucksack rum. Und das Problem ist, es ist nicht nur, dass es halt einfach nervig ist, weil ich den ganzen Blödsinn mitnehmen muss und es halt wiegt. Und selbst wenn es wirklich nur eine kleine Mirrorless-Kamera ist, ein Objektiv, ein Ansteckmikro, passt schon. Und ich habe wirklich, ich habe so ein geiles Travel-Stativ, das kriege ich, keine Ahnung, kann ich mir unter die Mütze hängen, wenn ich will. Aber es ist trotzdem halt nervig. Aber das Problem für mich ist, dass jeden Tag, den ich das dann mitnehme, aber nicht benutze, fühle ich mich, als hätte ich so ein bisschen gefailt. Das ist halt wirklich wie so ein Ballast, den du dabei hast. Und das hatte ich halt schon oft. Auch damals Fotografie. Ich habe dann wirklich meine komplette Fotografieausrüstung in den Urlaub mitgenommen oder auf halt Pokertrips nach wo auch immer hin. Aber der Rucksack lag immer ungeöffnet in der Ecke und ich habe halt nichts fotografiert. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich gedacht, ich habe jetzt noch eine Woche, die ich hier in Wien bin. Da haue ich jetzt so viele YouTube-Videos wie möglich. Ich produziere vor, versuche die noch irgendwie zu editieren. Und dass ich dann halt für das restliche Jahr ein bisschen Content habe, dass ich dann ein, zweimal, also pro Monat vielleicht zwei, dreimal hochlade. Und sonst, also ich glaube, ich lasse die einfach zu Hause. Weil es ist, ich habe irgendwann mal einen Quote gehört und den finde ich eigentlich ziemlich geil. Und das, wherever you are, be there. Und für mich interpretiere ich das halt so in, ich bin jetzt hier mit dir, deswegen mache ich jetzt hier einen Podcast. Und dann bin ich in Vegas zum Pokern, dann poker ich dort aber auch. Und wenn ich dann in Wien bin, dann mache ich YouTube. Und dann mache ich aber auch wirklich YouTube und nicht dieses, ja, ich bin ja eigentlich dafür das, aber dann splitte ich meine Time noch ein bisschen hier und dann machst du alles halbarschig. Und das ist irgendwie, das habe ich schon öfter versucht und es hat für mich irgendwie nie funktioniert und keine Ahnung, ob das so funktioniert, weil Social Media, man weiß eh, wenn du dann mal ein paar Wochen nicht da bist und dann bist du irgendwie nicht mehr relevant, dann weiß gar nicht mehr, was abgeht, das ist schwierig, aber ja, also ich habe noch nicht die Entscheidung getroffen, aber ich glaube, ich werde jetzt heute mal wirklich anfangen und YouTube-Videos ballern und hoffen, dass ich dann ein bisschen Content fürs restliche Jahr habe. YouTube-Videos fand ich weil ich kenne deinen Channel schon länger. Wusste tatsächlich auch nicht, dass du in Wien wohnst. Hab ein bisschen später noch erst, glaube ich, nach dem 10. Video rausgefunden, dass du überhaupt Deutsch sprichst. Okay, wobei, der englische Akzent hätte es ein bisschen hergeben können eigentlich. Ja, es gibt, ja, viele Leute sind halt, also die meisten wissen es nicht. Also es ist auch am Pokertisch, ich habe schon so viele Sidebets gewonnen für Geld, wo ich denn herkomme, weil niemand auf Deutsch kommt. Also es ist, sie hören zwar, da ist ein Akzent, aber dadurch, dass ich halt 5 Jahre in New York gewohnt habe, ist er dann halt sehr, ja, subdued, sag ich mal. Und, ja. War für dich klar, dass du, war für dich von Anfang an klar, dass du auf Englisch machst? Ja, also habe ich nie drüber nachgedacht, nicht auf Englisch zu machen. Also mein ganzes Leben ist sehr, also ich bin sehr amerikanisiert aufgewachsen, ich lese alle Bücher auf Englisch, ich schaue alles auf Englisch, ich rede mehr Englisch als Deutsch, deswegen auch die ganzen Anglizismen. Ich habe eine viel größere Audience einfach, als wenn ich es auf Deutsch machen würde. Also da gab es für mich nie einen Zweifel. Für mich per se, weil du sagst, wegen Audience, ist das natürlich das Beste, was man machen kann. Ja, ich habe für Instagram
probiert anzufangen, auf Deutsch alles zu machen und sagen, hey, ich konzentriere mich einfach auf Deutschland, Schweiz und Österreich, weil auch das ist ein relativ großer Markt, den man machen kann, wenn man es gut macht. Und ich finde, dass dieses, für mich war immer das Problem, dass ich sehr viele Videos gesehen habe, wie kannst du der beste neue YouTuber werden, aber ich wollte nie ein YouTuber werden, ja, weil dann heißt so, hey, kauf dir eine, keine Ahnung, eine, du bist ein Canon-Shooter, ich weiß gar nicht, was gerade so draußen ist an, an kleinen Kameras, aber äquivalent die Sony 7, was auch immer es dann ist, ja. Und macht ein YouTube-Video und dies, das, jene. Ich so, ja, aber das will ich ja nicht machen. Sagt's mir lieber, wie ich ein geiles Set ausleuchte oder wie, wie die Branche funktioniert. Ich muss nicht mal Hollywood sein, sondern halt wirklich so Commercial Work. Ja. Und da habe ich vor allem im Deutsch, ich meine, ich schaue auch alles auf Englisch, ich lese alle Bücher auf Englisch, es, mein Kopf funktioniert auf Englisch, alles cool. Ich spreche auch sehr gut in Englisch, aber es ist trotzdem so eine Hemmschwelle dann, wenn du, also für mich zumindest, wenn ich nach außen hingehe, auch wenn man mein Instagram anschaut, ist alles auf Englisch geschrieben, aber wenn ich spreche, ist es noch auf Deutsch. Vor allem so Story-Stuff auch, ja, wobei ich da relativ selten spreche, weil das ja doch im Leben ist dann so ein bisschen und da habe ich noch ein bisschen so das Ding, was nur in meinem Kopf existiert, actually, weil es eigentlich null Leute interessiert. Weil es keinen interessiert eigentlich, was du tust. Die Leute sind alle beschäftigt mit sich selber, mit ihrem eigenen Leben. Die sind alle in ihrer eigenen Welt. Deswegen sollte man eigentlich eh machen. Ja? Und das ist das, was ich mal jeden Tag sage. Und dann sage ich so, aber, aber wie fühle ich mich dabei? Und das ist dann immer so ein bisschen eine Hemmschwelle. Deswegen finde ich das immer cool, wenn Leute das einfach raushauen, die nicht englischsprachig quasi erste als Muttersprache haben. Ja. Also wie gesagt, das war für mich also nie ein Problem. Also auch das, mich vor die Kamera zu stellen, habe ich nie drüber nachgedacht, das auf Deutsch zu machen. Ich habe dann aber schon gemerkt, dass wenn du in Wien deinen Content produzierst, größtenteils, dass dich das super einschränkt. Weil es nicht darum geht, dass du kein Englisch sprichst, sondern dass die anderen kein Englisch sprechen oder eben die Hemmschwelle haben. Am Anfang haben wir dann auch Vlogs gemacht und sind unterwegs gewesen. Aber wenn... Also ich habe sehr viele Freunde, die halt aus allen verschiedenen Ländern kommen. Das heißt, wir unterhalten uns eh alle in Deutsch, Englisch. Das heißt, wenn wir am Set sind und alle sprechen Englisch, dann funktioniert das super. Mhm. Aber wenn du dann natürlich jetzt unterwegs bist und du machst einen Vlog mit Leuten, die aber primär Deutsch sprechen, dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Weil du diese natürlichen Konversationen, die lustigen Sachen, die einfach so passieren zwischendurch, nimmst du halt einfach nicht auf. Und dann, okay, jetzt fängst du einfach mal an, Englisch zu reden. Und alles, okay, und keiner redet mehr oder will halt nichts sagen und... Das Gleiche ist für die Behind-the-Scenes, die ich dann in Österreich gemacht habe. So dann unser Team redet alle Deutsch, aber wenn ich mit dem Kunden kommuniziere, rede ich halt logischerweise mit dem Deutsch. Warum sollte ich mit dem Englisch reden? Und das funktioniert, also du bist dann schon sehr eingeschränkt. Ja. Aber auch sonst, jetzt bin ich dann mehr in diesen Narrative-Aspekt reingerutscht, wo ich gesagt habe, ich möchte Kurzfilme drehen und auch wirklich mit Dialogen. Habe ich super lange nicht gemacht, aus dem großen Grund, weil eben die wenigsten Leute Englisch sprechen. Wenn ich dann halt hier... generell schon Schauspieler suche für freie Projekte, für YouTube-Projekte, das ist sowieso schon super schwierig. Mhm. Wenn ich jetzt aber welche finden muss, die auch noch perfekt Englisch sprechen, dann, also es war wirklich super schwierig. Jetzt habe ich eine Mini-Community, wo ich sage, okay, da habe ich ein paar Leute, aber das war ein Riesenthema. Also Deutsch, Englisch für solche Sachen war am Anfang echt schwierig. Also hatte ich ein großes Problem mit. Kann ich gut verstehen. Also ich suche eher halt dann immer Models, die hoffentlich sich gut vor der Kamera bewegen können. Ne? Das ist dann so mein Dreh, aber ich habe auch nichts, wo Leute wirklich sprechen müssen. Also ich sehe mich nicht, ich kann gut Sachen schreiben, ich kann super gute Texte und Konzepte schreiben, aber an Dialog habe ich mich noch nicht wirklich rantraut oder ich sehe mich auch nicht irgendwann mal wirklich Kurzfilme oder Filme zu machen. Ja. Weiß nicht, sehe mich noch nicht. Ich bin im Kopf immer noch, ich liebe Werbung und das noch bevor ich schon Foto und Film gemacht habe. Ich finde Werbung einfach so beeindruckend, wie du Leute etwas fühlen lassen kannst oder kaufen lassen kannst, das sie nicht brauchen. Aber auch vor allem, Gefühl ist wirklich das Ding. Ja. Auch wenn man jetzt im Film schaut, es gab dann jemanden, der den Text geschrieben hat oder der ein Skript geschrieben hat und gesagt hat, da will ich, dass du weinst. Und du weinst für ein erfundenes Gefühl, das dir der Film vorspielt, ja, von Leuten, die das nur vorspielen, das eigentlich, weil jeder connected mit irgendwas an irgendeinem Punkt. Ja. Das finde ich so interessant und so spannend an den Sachen und deswegen bin ich ursprünglich in die Werbung gegangen und dann halt in Foto und Film. Und das finde ich so, so spannend, auch wenn ich Psychologie jetzt nicht super spannend finde, aber da finde ich es interessant. Das ist auch lustig, weil ich mein Werdegang da auch komplett komplex gewesen ist und ich habe da super viele Umwege gemacht, weil ich habe mit der Fotografie angefangen. Ich bin absoluter
Film-Junkie und Serien-Junkie. Also ich liebe es, und das ist auch, wenn manche Leute, ja, aber es ist ja kein Hobby, doch für mich ist es ein Hobby, Serien binschen. Also wirklich so eine gute Story, gute Serie, guter Film, liebe ich einfach. Leute, die Serien nicht komplett durchschauen, verstehe ich nicht. Ja, ne? Verstehe ich auch nicht. Also auch nicht, also egal. Auf jeden Fall habe ich damit angefangen, und lustigerweise habe ich dann mit der Fotografie angefangen. Mein Plan, als ich dann in die USA gegangen bin, war, ich wollte Movie-Poster fotografieren, weil ich halt in die Movie-Industrie wollte. Ich habe aber irgendwie nie die Connection gemacht, dass ich gedacht habe, wieso mache ich nicht selber die Filme? Da habe ich aber nicht drüber nachgedacht, weil ich irgendwie, ich kam aus der Fotografie, damit habe ich angefangen. Aber ich wollte eigentlich in die Filmbranche, und dann habe ich halt mit dem Film angefangen. Aber auch da war dann für mich super Werbung interessant etc. Ich habe auch nie drüber nachgedacht, jetzt Narrative zu machen oder Geschichten zu schreiben oder so. Es hat dann wirklich lange gedauert, bis ich da an den Punkt gekommen bin. Jetzt, wo ich angefangen habe, also es macht richtig Bock. Also, und ich hab da so einen kleinen Punkt, wo ich, weil ich war genauso wie du mit Werbung, ich finde Werbung geil, ich finde Werbung cool, aber ich war auf der Fotokina in Deutschland, und da gibt es diese riesen Hallen mit Fotoausstellungen. Und da gibt es dann halt eine Halle, die ist nur für Werbefotografie, und das war genau das, was ich machen wollte. Und ich bin da durchgegangen und gesagt, ja, ist cool, ja, gut ausgeleuchtet, ja, okay, bin einfach so durchgegangen und war, okay. Und dann bin ich halt in der Fotodokumentationshalle gewesen, und da habe ich halt Stunden verbracht. Also da war ich wirklich, da waren richtig inspirierende Geschichten, nur mit Fotos über Kriegsveteranen, über was weiß ich nicht, was da alles gewesen ist und so. Und da habe ich dann schon gemerkt, so, Werbung ist halt oft so, es sei denn, sie ist halt richtig, richtig gut, ist es halt, okay, du schaust die Werbung und dann vergisst es wieder. Mhm. Aber so diese Geschichten erzählen, und das war halt immer das. Und das war auch was, was ich einfach wahnsinnig gut finde, wenn das jemand gut kann. Und genau das, was du gesagt hast, und jetzt nochmal auf die Serien zurückzukommen, was ich immer so, was für mich so ein richtiges Ziel wäre, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, du schaust eine Serie und du bist an Staffel 8 und dann hört die komplette Serie auf und du hast das Gefühl, da ist so eine kleine Leere, die entsteht, weil du hast diese Verbindung aufgebaut zu den Charakteren, als wären das deine echten Freunde. Total depressing, wenn ich das so sage. Aber so, du hast du das Gefühl, die sind jetzt so, der Cast ist so ein bisschen Teil deines Lebens geworden, so, keine Ahnung, ist ja egal, was du, Friends oder Big Bang Theory, was auch immer du schaust. Und dieses Gefühl, wenn du das vermitteln kannst irgendwem, das wäre so ein Hashtag-Goal, irgendwie mal irgendwann irgendwie eine Rap-Series zu drehen oder irgendwas, wo die Leute sich wirklich damit identifizieren können. Das finde ich schon ziemlich geil. Ich muss aber auch sagen, ich habe immer, erstens mal, ich glaube, Filme schauen muss man lernen, weil ich habe das damals auch einfach mich berieseln lassen, früher, bevor ich das alles professionell gemacht habe. Ich habe mich dafür nicht wirklich interessiert. Ich habe mich berieseln lassen, ich habe den Film angeschaut, cool, danke, fertig, Haken, gesehen. Aber seitdem ich mich mehr mit Film befasse, befasse ich mich auch wesentlich mehr mit Filmen. Nicht nur, wie sie ausgeleuchtet sind oder wie das Framing gesetzt ist oder sonst was, was ich natürlich auch stark drauf schaue und mir sehr viel Inspiration hole. Aber auch wenn ich schaue, wie Freunde von mir Filme schauen und wie ich Filme schaue und was die für Filme gut finden und welche ich gut finde, meistens die Serien, die ich gut fand, zu Beginn, jetzt passiert das weniger als früher, aber die wurden alle schnell abgesetzt nach ein, zwei Staffeln. Die fand ich aber super gut, und meine Freunde haben alle gesagt, das ist der größte Blödsinn. Ne? Oder auch ein sehr gutes Beispiel war damals, wie Joker rausgekommen ist. Haben sehr viele gesagt, das ist ein scheiß Film, so schlecht, bla bla, weil sie halt alle diesen Batman-Film erwartet haben, aber nicht diesen Joker-Film, der er dann war. Und ich fand ihn grandios gemacht. Ja? Oder, weiß nicht, unzählige Filme könnte ich aufzählen, die in diese Richtung gehen. Ne? Und da sehe ich halt, okay, gut, ihr vor allem, wenn ich mit denen drüber rede, über die Filme, warum der gut war oder warum der schlecht war, sehe ich auch, warum sie denken, dass er schlecht war. Mhm. Weil sie dann oft nicht den Charakter mehr verstehen oder versuchen, ihn zu verstehen. Ja. Ne? Und dann sage ich, ja, aber dir fehlt doch so viel Plot eigentlich, den der Charakter nicht spricht, ja, sondern den du halt mitdenken musst ein bisschen. Ne? Also deswegen sage ich, ich glaube, man muss noch ein bisschen auch lernen, wie man Filme wirklich schaut. Ja? Wobei ich muss zugeben, ich schaue sehr häufig alles und behind the scene, bevor ich einen Film schaue. Das heißt, ich spoilere mich ein bisschen selber. Ich habe damit kein Problem, weil ich dann mich gefühlt noch mehr in den Film reinwerfen kann, weil ich dann wirklich vieles mehr verstehe. Auch wenn ich ihn dann vielleicht zwei, dreimal sehen muss. Aber das könnte ich nicht. Also ich hasse, gespoilert zu werden. Also das ist für mich wirklich ganz, ganz tödlich. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, und das, bei mir war das auch früher, dass ich sehr fast-paced unterwegs war, so, okay, beim Action, da muss alles weitergehen, und mittlerweile sind auch die Filme, die ich mir eher anschaue, halt wirklich so slow-paced, wo wirklich eine Character-Arc ist, und
Aber, und also ich, weil du meinst, ja, Psychologie interessiert dich nicht so, ich liebe Psychologie, also gerade so, also es ist, was manche Sachen machen. Und oft ist das eben so, weil ich mich so viel damit beschäftige. Und als ich angefangen habe, eben, kommt, okay, was mache ich mit Kameraengels, was mache ich damit, was mache ich hiermit, was mache ich mit Licht, wie mache ich Audio und so. So, und dann habe ich halt selber angefangen, meine eigenen Kurzfilme zu directen oder auch zu schreiben als Screenplay. Und auf einmal hast du wirklich gemerkt, so, okay, shit, ich weiß gar nichts. So, da ist halt der technische Teil, aber diesen technischen Teil, auch Licht zum Beispiel, dann anzubringen, um eine Psychologie dahinter anzuwenden einfach, das hat mir einfach gemerkt, so, ey, da ist noch so viel zu lernen. Es gibt ein geiles Beispiel, das ich mir angeschaut habe über Westworld. Ich weiß nicht, kennst du Westworld? Noch nie gesehen, aber kennst du. Relativ egal, hat nichts damit zu tun, aber auf jeden Fall gab es einen Disput zwischen zwei Charakteren und die saßen da und die haben sich unterhalten und dann siehst du halt die Kamera-Angles und du siehst halt bei dem einen ist halt der Over-the-Shoulder-Shot. Du siehst halt immer bei dem einen und dem anderen, wo du die Person aber auch noch mit drin siehst. Und dann hat er halt erklärt, der Director, okay, ja, weil wir jetzt sind beide Charaktere connected und du hast dann halt auch noch einen von diesen AI-Wesen, nenne ich es jetzt mal, Roboter, was auch immer das sind, im Bild, die dann auch connected sind. Und dann merkst du, okay, die sind jetzt alle connected. Und dann hast du gemerkt, wie die Stimmung langsam kippt. Und dann gehst du langsam, geht die immer mehr über die Schulter von dem Charakter, dass die einfach disconnecten. Und dann hast du einen Close-up-Shot von beiden, wo die nicht mehr miteinander connected sind. Und aber in dem Shot von der einen Person war der Roboter noch mit drin. Das heißt, er ist noch connected, weil er die Power hat über die ganzen und sie nicht. Und du hast halt wirklich so diese Stimmung gemerkt. Und mit diesen kleinen Techniken, Kamera-Angles. Und da habe ich zum Beispiel, haben wir Black Mirror geschaut mit meiner Freundin. Und ich sehe das halt genau, wie die halt, wie die stehen, wie die, also was der Director macht, um Spannung aufzubauen oder auch, also Spannung zwischen also Tension, um es zu übersetzen, zwischen den Charakteren. Und dann habe ich halt wirklich am Ende zurückgespult und gesagt, so, siehst du einen Unterschied zwischen denen und denen? Und sie so, ja, ich sehe es, aber ich kann es nicht sagen, was es ist. Aber das löst ein anderes Gefühl aus als das. Und dann konntest du halt sofort sehen, okay, ja, weil die halt die Kameraengel. Einmal kommt die Kamera von hinten von den Charakteren, um halt diese Spannung aufzubauen, weil die dir den Rücken der Kamera zuwenden. Oder halt, da reden die miteinander und sie sind beide frontal mit der Brust im Bild und so. Und wenn du dich ja mal mit beschäftigst, ist das so interessant. Und ich frage dann oft halt zu meiner Freundin, so, was fühlst du in der Szene und was fühlst du in der Szene und warum? Sie weiß halt nicht warum, aber es stimmt. Also du kriegst es rübergebracht und es ist echt wahnsinnig interessant. Ich bin auch der Meinung, dass alle immer meine Fun Facts mitten im Film hören wollen, ja, wahrscheinlich nicht, aber ich finde es auch immer so interessant, weil wie du sagst ja auch, tatsächlich habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Roger Deakins gesehen und da hat er auch gesagt, weil die haben da gefilmt auf irgendeiner Longlands und du hast den Interviewer nicht gesehen, du hast nur ihn gesehen. Sagt er, so würde ich nie filmen, ja. Ich würde irgendwie eine 50 Mil nehmen mit der Schulter vom Interviewer mit drin, dass, wie du genau sagst, ja, dass es halt connected ist und der Zuseher sich auch so fühlt, als wäre er direkt hinter der Person, hinter der Schulter halt und würde über Genau, die ja. Schulter sehen und nicht halt so ein steriles Bild, 100 Millimeter, ist schön compressed und so, das schaut gut aus, aber ist halt standalone, Um wieder die Bridge zu YouTube zurückzufinden, ist zum Beispiel genau das gleiche Thema. ne? Fast alle YouTube-Videos werden aufgenommen mit einer 35 mm Linse, teilweise sogar 24 mm. Sitzt da, weil du halt dich connected zu der Audience fühlst, weil du siehst ein bisschen, wo ist die Person, ich bin nah dran, du bist approachable. Du könntest dich natürlich auch mit einem 85 mm oder einem 100 mm filmen, geiler, blurry, compressed Background, aber dann wärst du halt separiert von deiner Audience und also es macht wirklich diese Kleinigkeiten, auch gerade bei YouTube, macht einen großen Unterschied. Auch die Lichtsetzung, wie du die hast, willst du jetzt inviting sein und halt wirklich diese Connection zu deiner Audience bei dem YouTube-Video aufbauen oder halt eben irgendwie als der erhabene Professionelle rüberkommen, der dann halt da so ein bisschen detached von allem sitzt. Ich würde den aktuellen Trend will ich jetzt mal einfach mal so rausschmeißen. Ich finde ganz cool, dass es immer mehr Vlogs gibt, die nicht nach YouTube ausschauen, sondern so wirklich cinematischen Ansatz haben, was Lighting angeht, was Kamerawinkel angeht, was Kamerabewegung angeht und sonst was. Also das finde ich ziemlich cool. Würde ich, wenn ich Vlogs machen könnte und würde, würde ich das auch so approachen wollen, auch wenn es dreimal mehr Arbeit ist. Und du irgendwie in deiner Wohnung immer jeden Winkel suchst, der cool ausschaut und dich irgendwann eh satt gesehen hast, ja, keine Ahnung. Aber das finde ich einen coolen Trend, dass es in die Richtung geht und nicht dieses schön ausgeleuchtete 300 Farben im Hintergrund und sonst was. Ja, das finde ich ganz cool, weil ich meine, es gibt nur einen Casey Neistat und alle, die es anderes machen oder alle, die es genauso machen, wird immer er sein, der das so gemacht hat.
man muss sich halt immer ein bisschen was Neues überlegen. Ne? Ja, und das ist es halt. Ich bin, das Problem ist, und das ist jetzt wieder auch wieder ein Riesenthema, diese Wirtschaftlichkeit. Mhm. So, was ist, macht das Sinn? Macht das einen Unterschied? Und ich bin in einem Discord-Channel mit anderen YouTubern und wir reden dann auch oft drüber und so. Und ich bin dann noch on the fence. Und es ist halt so, einerseits finde ich es geil, aber sieht die normale Audience das? Mhm. Ich habe gestern einen Podcast mir angeschaut über Seabum, der Mr. Olympia Bodybuilder. Mhm. Und aber auch auf YouTube habe ich mir das angeschaut und da habe ich auch gesagt, was ist das denn bitte? Also 7 Kameras auf Slidern, auf also verschiedene Angles mit Smoke Machine im Hintergrund, geil ausgeleuchtet wie ein Hollywood-Set. Also das sah so geil aus, war der beste Podcast, den ich jemals gesehen habe irgendwie. Und also wirklich richtig High Quality. Aber sieht das die, also da hatte 1,2 oder 1,3 Millionen Subscriber, der kann sich das halt leisten. Ja. Yeah. Literally. Aber da ist das halt die Frage, bringt das was? Also wenn ich einen Podcast wirklich machen würde, jetzt nicht hier, dann würde ich es vielleicht wahrscheinlich auch machen wollen, aber macht das wirtschaftlich Sinn? Nee. Also es ist halt du, der Podcast hier ist ja genauso aufgebaut, weil das Equipment schon hier ist. Naja. Ist nicht so, dass ich mir jetzt extra DFX6 oder extra, gut, das Mischpult habe ich mir extra gekauft. Ja. Mhm. Aber das verwende ich auch für mich am Schreibtisch, weil ich dann halt mal meine Kopfhörer schnell umschalten kann auf die Boxen oder umgekehrt. Ja. Also ist nicht so, dass ich nutzloses Equipment hier habe, sondern es war auch sehr durchdacht, weil ich habe nicht 2 Millionen. Das ist es halt. Und das ist halt die Frage, ab wann wird es wirtschaftlich oder ist das dann, ich meine, Mr. Beast zum Beispiel geht hier offensichtlich der erfolgreichste und der sagt, wir haben die Qualität absichtlich niedrig, weil da hast du diese Connection zu der Audience, das gleiche wie mit Werbung, dass ich auch das Gefühl habe, dass du in der Commercial World jetzt gerade viele Aufträge verlierst, weil die eben Authentizität wollen. Es zieht einfach besser, wenn die Person sich selber mit dem Handy filmt, als wenn du da eine Kameracrew hinstellst und es geil ausleuchtet. Weil du dann halt einfach, oh ja, na, das ist, du hast die Connection mehr. Und deswegen ist das halt auch immer so eine Psychologiefrage. Ich fahre da voll drauf ab, wenn ich einen Podcast sehe, wo 7 Engels stehen und 3 Slider und keine Ahnung was. Aber ja, für viele Leute ist es halt, wenn es um Werbung geht, ja, aber jetzt will ich dieses Beauty-Produkt halt kaufen und die sitzt da einfach nur mit der Handykamera und das funktioniert einfach besser. Und deswegen ist es halt, und das ist auch ein Trend, den ich persönlich schade finde, weil ich verstehe es und ich akzeptiere das und ich sage auch so, ja, es macht mehr Sinn, weil auch eine Firma kam an, für die wir schon lange ein Kunde, von der wir lange, lange gearbeitet haben, ja, die wollen jetzt auch TikTok-Werbung machen und so und schicken mir sogar Guidelines, was sie sich selber geresearched haben und in allen stand drin, ja, halt organic Content, kein overproduced Content. Ich sage, ja, was soll ich denn da machen? Ich meine, es sucht euch eine Influencerin oder irgendwen und macht den Content, es macht halt einfach mehr Sinn, da steht sogar selber drin und ich habe den Auftrag noch nicht gemacht, weil ich halt nicht gesehen habe, dass das Sinn macht, wenn ich da jetzt ja, diese highly overproduced TikTok-Werbung mache. Und ja, deswegen ist es halt alles so eine Frage der Wirtschaftlichkeit, aber und dann auch YouTube-Channel, auch 3 Millionen Subscriber über Autos ging, habe ich mir ein Auto-Review angeschaut, es war echt wie ein Hollywood-Film, also die Special Effects, das, die ganze Geschichte, die da war ein Skript dahinter, richtig, richtig gut gemacht. Ich fahre da voll drauf ab. Ist die Frage, ob jemand, der sich halt das, ob der, die Frage ist halt, hat er die 3 Millionen Subscriber, weil der so Content macht? Oder macht er so Content, weil er 3 Millionen Subscriber hat? Und sich halt einfach, ja, why not? So. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Also. Ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht so ein bisschen Hand in Hand am Ende des Tages. Die Frage ist nämlich auch noch zusätzlich, woraus bestehen diese 3 Millionen Subscriber? Ja? Auch aus wirklich Leuten, die das interessiert, weil dann machst du echt Catch damit, aber was bringt dir 3 Millionen, wenn, weiß nicht, extremes Beispiel, 100.000 davon halt wirklich in deiner Nische sind und der Rest Bots sind oder Leute, die, keine Ahnung, wenn du attraktiv bist, die dir folgen, weil du attraktiv bist oder sowas, ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht, ja, aber. Ja, Fun Fact oder vielleicht auch nicht so fun, als YouTube Insight quasi, Subscriber sind völlig irrelevant heutzutage. Mhm. Also das Einzige, wo sie relevant sind, ist, um dir Credibility zu geben und vielleicht für Marken, die sagen, der hat jetzt 50.000, 100.000, um zu sehen. Aber vom Algorithmus her sind Subscriber völlig irrelevant mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob du das selber vielleicht schon, wie viel du auf YouTube selber bist. Also ich habe das schon gemerkt, ich habe da teilweise Channels, die dachte, die wären tot, den ich schon seit Jahren subscribe, weil ich nie Content von denen sehe. Und dann bin ich irgendwann mal zufällig auf so ein Video gegangen, auf den Channel gegangen. Der lädt jede Woche hoch. Ich habe aber noch nie ein Video von dem gesehen. Weil YouTube jetzt vor kurzem mal wieder, wie immer, ihren Algorithmus geändert hat, seinen Algorithmus geändert hat. Und die Subscriber sind völlig irrelevant geworden. Also es ist auch sehr schwierig jetzt, weil YouTube eben jetzt
du musst jedes Video so machen, dass es einfach am meisten Views bekommt. Es ist auch völlig egal, ob das jetzt für deine Subscriber-Base gedacht ist oder nicht, weil YouTube die nicht recommendet. Also es ist zum Beispiel, sehr viele Tech-YouTuber haben sich jetzt beschwert, oder weil, okay, du hast jetzt Tech. Das heißt, du machst Computer und du machst Peripherals und du machst vielleicht Soundsysteme und was weiß ich nicht, was du noch alles machst. Monitore, keine Ahnung. So, dann sollte man denken, dass, hey, ich mache jetzt ein Video über diese Tastatur, dann schlägt YouTube denen auch noch Videos über meine Maus und über meinen Monitor oder meinen Computer vor. Tun sie aber nicht. Was YouTube macht ist, hey, der Typ hat sich an einem Keyboard Interesse, das heißt, wir zeigen dem jetzt 15 andere Videos über Keyboards, was halt logischerweise 14 oder 15 andere Channels sind und nicht von dem gleichen Channel. Das heißt, dir bringt das nichts. Das heißt, du musst jedes Mal bei jedem YouTube-Video wieder neu quasi eine Audience aufbauen, dass du halt hergehst und sagst, okay, ich mache jetzt das beste Video über Keyboards, damit Leute, die Keyboards geil finden, das sehen. Und das nächste Video über was auch immer muss dann aber wieder genau eine neue Audience sein. Und das macht es halt super schwierig, aber dementsprechend sind Subscriber auch echt nicht mehr so wichtig, weil du siehst ja auch deinen Subscriber-Feed nicht mehr, wenn du auf halt auf deine YouTube-Homepage gehst oder am Handy. Du siehst ja keine Videos von deinen Subscribern. Du siehst halt die Videos, die der YouTube-Algorithmus denkt, die du sehen willst. Aber irrelevant von wem. Also bei mir funktioniert der Algorithmus schon noch so. Also jetzt nicht für meine Videos, weil ich lade eigentlich außer die Podcasts nicht wirklich hoch aktuell. Sehe aber, wenn mir ein Freund, ich versuche meinen Algorithmus sehr zu trainieren auf sehr viel Kreativstuff und sowas, damit ich auch lerne. Ja. Dann schickt mir ein Freund ein Motorradvideo und ich kriege 15 Motorradvideos von dem einen Channel halt aber auch, von dem einen Channel Zug spielt. Ja, gut, wenn der gleiche Channel nur Motorradvideos hat, dann funktioniert das. Ja. Aber dann klar, weil er dann halt, deswegen funktionieren diese ganzen Car-Videos auch, weil es halt die ganze Zeit Autos sind. Aber wenn du zwar Filmmaking das gleiche, jetzt mache ich ein Licht-Tutorial und mache danach aber ein Kamera-Review. So, es ist beides Filmmaking, aber jemand, der vielleicht nur diese Kamera sehen will, der wird mein Lichtvideo nicht vorgeschlagen bekommen, weil das Licht interessiert den nicht. Das heißt also, the name of the game gerade ist halt noch mehr sich zu spezialisieren und Niche-Down-Content machen. Und das will ich halt nicht. Also, und das ist halt, also ich hatte auch eine kurze Zeit eine Agentur, die über meinen Content drüber schaut und man sagt, was ich machen soll und sowas. Und ich bin nicht dumm, ich komme aus der Branche, ich mache, weiß nicht, wie lange schon Werbung. Dann sage ich so, okay, gut, ihr könnt mir nicht wirklich viel Neues erzählen. Ihr könnt drüber schauen und dann habe ich, weiß nicht, wie oft dieses Wort Hook gehört, zum Erbrechen. Und ich so, wenn ich das jetzt noch einmal von euch höre, dann kündige ich euch. Sage ich, ich weiß es, aber das ist fucking unnatürlich. Ich bin kein Mr. Beast, der genauso halt arbeitet, ja, was ja auch legitim ist. Der hat auch eine ganz andere Audience, ja. Die ganzen, I don't know, 12- bis 18-Jährigen, die auch seine Schokolade kaufen oder sowas. Ja. Ist ja fein, ist ja cool, dass das übertrieben ist. Ich bin so nicht. Ich will nicht ins Mikro schreien. Ich will nicht in die Kamera schreien. Ich will nicht den Zuschauer anschreien, ja, und fake-hyped sein, keine Ahnung. Ich will Kunst aufmachen, Sachen machen, über die ich reden will. Und ich glaube auch, dass das im Long Term die beste Option ist, ja. Weil ich habe, wie ich in Berlin gewohnt habe, ich habe so viele Influencer-Freunde und die haben sehr oft rennen die oder sind damals nachgerannt immer den Trends schnell. Gesagt, wir müssen das ändern, weil der Algorithmus ändert sich und dies, das, jenes. Aber das ist ja keine Connection, die du aufbaust, ja. Ja. Du bist ja dann auswechselbar und auch für die Audience bist du auswechselbar, ob sie jetzt dir folgen oder 300 anderen Influencern, die auch schon wie du. Für die macht das keinen Unterschied, ja. Und deswegen, glaube ich, ist es cooler, oder was heißt cooler, ist es besser im Long Run halt, das zu machen, was du magst. Weil am Ende des Tages, wenn du Sachen machst, die du machen musst, machen sie halt keinen Spaß, weil du rennst immer nur den Trend nach oder dem nach, was andere machen, weil es ja offensichtlich unter Anführungszeichen bei denen funktioniert, was es nicht tut. anstatt, dass du gleich das machst, was du magst. Und wenn das nicht funktioniert, aber dann hast du wenigstens Spaß dran. Also deswegen versuche ich die Sachen, die ich schreibe für Online-Stuff, dass ich da Spaß dran habe und dass ich mir Gedanken mache, wie mache ich den Shot, auch wenn ich dann das Video halt 3 Wochen lang nicht mache, weil ich es halt rausschiebe, weil ich mir denke, den Shot kriege ich jetzt gerade so nicht hin. Ja. Und das haben wir auch vom Podcast kurz gequatscht, dass es halt oft ist, wenn du alleine Sachen machst, ja, dann musst du halt schauen, okay, gut, stelle ich jetzt die Kamera ständig auf dem Stativ und der Frame ändert sich gar nichts und wie machst du dies, wie machst du das, ist der Fokus wirklich im Fokus, ja. Wie machst du Sachen draußen, weil ich habe noch nicht die Konfidenz, dass ich ein Stativ draußen aufstelle und mich selber filme, wenn ich vorbeigehe an der Kamera, da komme ich immer, das wird nicht passieren, ja, das wird alleine nicht passieren, deswegen hands up, dass du da Vlogs machst, weil Vlogs sind für mich nochmal ein ganz anderes Biest, ja.
Wenn du nicht nur zu Hause sitzt. Ist bei mir aber auch so. Also ich muss da komischerweise, ich bin echt, also ich bin schon, ich habe eine sehr no-fucks-given Mentality. Also mir ist das eigentlich echt alles egal. Aber ich merke, dass ich viel unnatürlicher vor der Kamera bin, als ich eigentlich gerne hätte. Also es ist mittlerweile viel, viel besser geworden. Aber wenn wir Vlogs haben und ich mir nicht die Kamera selber in die Hand halte, sondern ich habe jemanden dabei, der filmt Behind the Scenes und Vlogs und ich interagiere mit Leuten, 100% anders. Also ich will einfach dann, und das ist mir auch egal, ob ich in der Öffentlichkeit bin und mir eine Kamera ins Gesicht gehalten will oder so, aber wenn ich alleine zu Hause sitze und in die Kamera rede, das ist, und ich habe gedacht, ich bin da richtig gut drin. Ich habe gedacht, oh, ah, ich bin da locker, ich habe Schauspielunterricht gehabt in der Schule, das war mein Lieblingsfach und keine Ahnung was, aber ich mach's die Kamera an und das ist keine Ahnung, was du da von dir gibst. Also diese Interaktion mit anderen Leuten, die macht einfach für mich diesen riesen Unterschied. Aber es ist halt so schwierig zu finden und bei YouTube und um nochmal auf das andere zurückzukommen, stelle ich das Stativ auf, stelle ich nicht auf die Sachen. Es ist halt immer dieser Balance zwischen, boah, Passion, ich mache das gern, ich mache es richtig, aber auch bei Kundenarbeit oder so. Und was kriege ich monetär daraus? Weil du kannst halt so lange deinen eigenen Kram machen, den du gerne machst und du machst ihn so, wie du willst. Wenn du dann irgendwann deine Miete nicht mehr zahlen kannst, dann bringt es dir nichts. Ja. Und das ist halt, ich meine, das ist jetzt nicht nur YouTube oder Filmmaking generell, es ist halt jeder Artist in irgendeiner Form, ist halt so, ja, ich muss halt irgendwo auch meine Sachen zahlen können. Und deswegen ist ja auch bei mir gerade dieser Switch, den ich ganz am Anfang kurz angesprochen habe, wo ich habe Anfang des Jahres habe ich gesagt, hey, ich hau jetzt da voll YouTube rein. Und ich habe Shorts hochgeladen, Instagram Reels und ich habe die Hooks und die Retention Rate und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich fand es zum Kotzen. Ich bin auch nicht die Audience dafür. Das ist genau, wie du gesagt hast. Weil ich hasse das, wenn Leute das machen. Und ich schaue mir, keine Ahnung, ich will jetzt ein Video mir über eine Kamera anschauen. Dann kann das Video 25 Minuten lang sein. Das ist vollkommen okay. Da brauche ich keine Hook, da brauche ich kein gar nichts. Ich schaue mir das an, weil ich alles wissen will über diese Kamera. Und ich verstehe schon, wo es herkommt. Aber ich sehe halt auch wirklich so einen Trend, der gefährlich ist. Ich meine, das sagen eh alle Leute. Und ich habe es jetzt bei mir selber sogar gesehen. Ist halt diese Attention Rate auch. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Weil ich habe dann, als ich meine eigene Dokumentation gemacht habe, letztens habe ich einen Trailer zusammenschneiden müssen. Da habe ich gedacht, boah, ist aber ganz schön schwierig, so einen scheiß Trailer zusammenzustellen. Darf ich überhaupt fluchen überhaupt? Keine Ahnung, ich fluche die ganze Zeit. Hier ist alles. Und dann habe ich mir einen Trailer angeschaut. Dann habe mir auch so die History von Trailern angeschaut. Super lustig. Du musst dir mal echt Trailer von 90er-Filmen anschauen. Das ist einfach eine Filmzusammenfassung. Das ist ein 3-Minuten-Video und dann fängt es wirklich an, okay, die lernen sich kennen, dann machen sie das, dann passiert das und dann am Ende. Und es ist das Ende mit drin. Also es ist wirklich komplett einfach eine Zusammenfassung von dem Film. Ist ein Trailer aus den 90ern. Dann kam in den 2010ern kam halt dieses Epic und bababa und keine Ahnung was und Spannungsaufbau und das wirklich diesen Bogen. Jetzt ist der Trend da, du hast einen Trailer vor dem Trailer. Du hast wirklich die ersten 3-5 Sekunden sind bam, 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 einfach nur ganz schnell Bilder, damit die Leute gehookt werden, weil die einfach keine Attention mehr haben für, ich schaue mir einen 2-Minuten-Trailer an. Die müssen in den ersten 10 Sekunden abgeholt werden, sonst scrollen die weiter. Und das ist echt gefährlich. Und ich habe es bei mir gemerkt, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe halt Instagram und Facebook von meinem Handy gelöscht, weil ich einfach gemerkt habe, selbst wenn ich einen Film oder eine Serie schaue und das Handy liegt neben mir und ich bin wirklich nicht viel auf Instagram, ich schaue auch keine Reels, ich bin keiner, der da wirklich viel macht, aber es ist trotzdem immer so, ach komm, check's nochmal auf Facebook, ob irgendwer was kommentiert hat irgendwo oder schau es nochmal kurz auf Instagram. Und das war dann wirklich, dass ich gemerkt habe, dass ich mein Handy, weil das habe ich erst gemerkt, als ich die Apps gelöscht habe, dass du dein Handy trotzdem in die Hand nimmst, aber ich habe überhaupt nichts an meinem Handy zu tun und leg's wieder weg. Und seitdem ich das gemacht habe, ist meine Screentime um 80% runtergegangen. Okay. Und meine Aufmerksamkeitsspanne, die meiner Meinung nach eh schon gut war, ist viel besser geworden. Ich habe früher gelesen ohne Ende, also bevor es noch Social Media gab. Ich habe ein Buch die Woche verschlungen, als ich in New York gewohnt habe, in der U-Bahn, was weiß ich nicht was. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht mehr lesen. Und ich saß da und ich habe immer mein Mind woanders hin und habe dann irgendwann angefangen, mein Handy in die Hand zu nehmen. Seitdem ich jetzt die Sachen gelöscht habe, ich habe jetzt seitdem wieder ein Buch die Woche. Also ich lese und ich bin dann in dem Buch drin und ich bin wherever you are, be there. Und dieses Social Media und ist halt einfach, you're not where you're supposed to be. Ja. Weil du bist immer so ein bisschen auch noch auf Social Media und Instagram und keine Ahnung was. Und das ist, und wenn du das dann mal siehst, also manche Leute sind halt richtig krass, also die sind wirklich, die sind gar nicht bei dir, die sind einfach nur in ihrem Handy und auf Social Media und irgendwo. Und ja, ich habe das bei mir auch gemerkt. Und seitdem ich das nicht mehr habe, ist das halt, also mir geht es viel besser, aber es ist halt schwierig, weil du kannst die ganzen Trends auch nicht komplett ignorieren. Ja. Also generell Social Media hochform. Ich
habe ein paar Vorbilder auf YouTube, die ich mir anschaue, deren Content ich liebe, der auch zu funktionieren scheint. Mhm. Die laden alle keine Reels hoch, die laden alle keine, die machen kein Instagram, keine Shorts, kein gar nichts. Da denke ich mir, okay, vielleicht ist da doch noch Hoffnung, aber ja, weil viele Leute sagen, wenn du jetzt nicht mit Longform, Shortform-Content, dann bist du in 5 Jahren bist weg. Und es kann sein, es kann sein. Aber dann ist bei mir jetzt auch gerade so die Sache, hey, dann mache ich doch lieber was anderes für Geld. Also ich sage nicht, dass ich jetzt, ich will immer noch mit YouTube mein Geld machen. Mhm. Aber ich möchte auf YouTube halt machen, was ich machen möchte. Und ich möchte nicht Sachen machen, um den Algorithmus zu füttern. Oder ich muss jetzt, das hat mich auch richtig, wenn ich wieder so ein bisschen ausschweife, ich habe Anfang des Jahres, wie gesagt, ich habe dann Gear-Reviews gemacht, ich habe das gemacht, ich habe aktuelle Videos, ich habe Short und keine Ahnung was alles gemacht und es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, das hat aber auch nicht funktioniert. Also ich habe gemerkt, mal kriegt ein Video 12.000, 15.000 Views, mal kriegt es 800 Views. Und dann, ich habe sogar dann eins runtergelöscht, weil das wirklich nicht mal mehr 1.000 Views bekommen. Ich habe 50.000 Subscriber oder 45.000 zu dem Zeitpunkt und das Video kriegt keine 1.000 Views. Und dann bin ich halt in mich gegangen und habe gesagt, okay, was will ich denn machen? Und was will ich denn gerne schauen? Also was ist denn, was ich, und das sind halt so Lighting Breakdowns und Cinematography Breakdowns und solche Sachen. Und dann habe ich meinen Content komplett geswitcht und es ist auch eingeschlagen wie Bombe. Also direkt wirklich, ich glaube, das zweite Video, nachdem ich meinen Contentplan geswitcht habe, hat direkt 160.000 Views bekommen. Und jetzt sind meine Views auch wesentlich konsistenter. Also ich kriege wirklich die Views. Aber ich glaube, es ist halt auch capped. Also ich glaube, da ist auch irgendwo eine Ceiling in der Art Content, weil es halt ja, vielleicht nicht so viele Leute gibt. Für mich funktioniert es jetzt gerade noch. Aber ja, es ist halt schon nochmal ein Unterschied. Also ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht funktioniert, wenn ich halt die Shortform-Content komplett neglect und sage, hey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das will ich nicht machen. Aber ja, wir werden sehen. Sagt dir der Channel Colin und Samir was auf und die hatten jetzt, und das habe ich gestern angeschaut, das Interview, die hatten jetzt ein Interview mit dem CEO von YouTube und haben genau solche Sachen angesprochen und er sagt so, hey, es gibt Creator, die actually nur Shortform machen und damit halt ihre Community abholen, es gibt welche, die nur mit, scheinbar gibt es einen Feed auf YouTube, den ich nicht kenne, dass du halt da irgendwie nicht in Kommentaren, aber du kannst ja Posts absetzen auf YouTube und die machen damit ihre Community zum Beispiel. Ja, die sagen, ja, voll krass. Ich folge da einem, ich weiß gar nicht, warum ich dem folge oder subscribe bin, aber ich habe noch nie ein Video von dem gesehen gefühlt, aber ich sehe immer diese Community-Posts und der hat halt so Fragen, so eine Choice von 4 Sachen, so irgendwie wer macht mehr das und das, Männer oder Frauen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder du hast dann Multiple-Choice und du klickst dann drauf und wenn du draufklickst, siehst du die richtige Antwort und auch die Erklärung dahinter. Und wenn ihr das cool findet, dann folgt mir für mehr. Ich finde das mega interessant. Ich habe keine Ahnung, wer da ist. Ich weiß nicht, warum ich dem subscribed habe, aber ich habe noch nie ein Video von dem gesehen. Aber ja, ich bin nur über diese Community-Poster drin. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert zum Beispiel. Ja. Und er hat gesagt, auch solche Leute machen echt ein großes Following nur durch sowas, ja. Ich sehe halt nicht, wie der das monetized. Also das ist halt die Sache. Ich wollte mir das immer anschauen, weil immer, wenn ich mal draufklicke, sehe ich das, klick da, finde es cool. Aber das ist halt leider dieses große Problem unserer Branche. Du musst halt irgendwo von leben. Und ja, aber vielleicht, was er hat, halt auch digitale Produkte, auf die er dann verlinkt oder sonst was, muss er nicht. Er hat auch gesagt, dass die das cool finden, was er zum Beispiel gleich Instagram nicht so cool findet, wenn du externe Links hast, wo du hin verlinkst. Sie haben gesagt, sie finden es mega, wenn YouTube soll deine Homebase sein, quasi dein Zuhause sein, und dann kannst du extracten überall hin, ja, auf deinen Shop, auf deinen Discord, auf dein whatsoever. Mal schauen, ob er das nur so sagt oder sagen muss. Nein, das ist ganz klar. Jedes Mal, wenn mich irgendwer fragt, so Instagram oder YouTube, welche Plattform, bla bla bla, und für mich ist das überhaupt keine Diskussion, weil ich habe beide Plattformen, ich hab auch einen Instagram-Channel mit zigtausend Followern gehabt und habe da versucht und so, bla bla bla. Die Sache ist, es fühlt sich immer so an, dass du auf Instagram gegen die Plattform kämpfst, gegen den Algorithmus, weil Instagram hat nichts davon, wenn deine Fotos geliked werden, gesehen werden und so weiter und so fort, weil wie macht Instagram Geld? Instagram macht mit Werbung Geld. Jetzt mit dem Reels-Feed ist was anderes, weil du dann immer, die können dann ihre Werbung da reinballern. Aber vorher war es halt einfach so, ja, warum sollten die deinen Growth supporten? Die haben ja nicht großartig was davon. Die wollen, dass du Geld reinsteckst, um deine Posts zu bewerben, damit die mehr Leute sehen. Wohingegen YouTube hast du das Gefühl, du arbeitest mit der Plattform. Je mehr Views du bekommst, desto mehr Geld macht YouTube, weil es halt Revenue Share ist. Das heißt, die wollen, dass deine Videos viral gehen. Die wollen, dass du quasi, und die supporten dann halt wirklich, hey, das ist guter Content, den zeigen wir, weil da können wir dann Ad-Revenue machen. Du kriegst ein bisschen was, wir kriegen ein bisschen was. Und deswegen fühlt sich YouTube einfach wirklich an, hey, die supporten dich und du arbeitest mit denen
Und die wollen, dass du das machst. Und die wollen, dass du Geld machst. Wohingegen Instagram immer das Gefühl ist, sagen ja auch alle Leute, mhm, auch auf YouTube, wenn sie ja Instagram Growth und so, du musst halt immer gegen den Algorithmus kämpfen. Naja. Und so. Und aber bei YouTube habe ich das Gefühl, es geht halt schon eher so ein, du arbeitest mit der Plattform. Mhm. Das. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich auf Instagram ein paar Leuten folge, die gerade zu Corona durch die Decke gegangen sind. Also wirklich absurd, ja, von, keine Ahnung, 800 Fans auf 60.000 Fans oder so. Ist nicht so, wie, was das ist. Mhm. Die machen halt Reels und die Fotos, die sie machen, sind meistens Fotografen und einen davon hatte ich auch in beim Podcast und der kommt wieder zum Podcast, ja. Die Fotos sind, das sind keine High-Class-Fotoshootings im Studio oder für Magazine oder irgendwas. Das sind draußen in einem Stiegenhaus, dunkel, moody und minimal bearbeitet. Also halt wirklich, ja, es macht dann auch seine Reels immer das halt vorher, nachher. Das ist minimal. Vielleicht die Farbe ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen dunkler. Und das ist ja krass durch die Decke gegangen. Ja. Und er hat nicht, also auch jetzt sagt er, er macht nicht wirklich was mit dem Instagram-Profil. Er macht halt Fotos und er postet das und macht halt seine kleinen Reels draus und sowas. Er macht kein Money davon. Das war auch nie seine Intention und so. Und das finde ich so, also, dann gibt es Leute wie mich, die das seit Jahren probieren, mhm, ja, aber nicht hinkriegen. Bei manchen sehe ich es, also ich habe jetzt auch einen kennengelernt, einen Kumpel von mir, der ist genau wie du gesagt hast, während Corona durch die Decke gegangen, aber wirklich von nichts zu, jetzt hat er 400.000 oder so. Okay. Und der macht auch Fotografie und Behind the Scenes und so. Und ich habe den halt mal, genau wie wir uns jetzt quasi hier kennengelernt haben, der ist aus den Philippinen hergekommen und hat halt dann seinen Content gemacht, macht den auf Englisch. Und ich habe ein Reel von dem gesehen und fand das cool. Und irgendwann sehe ich, hey, der ist ja aus Wien. Der wohnt ja hier. Und dann habe ich ihn mal zum Barbecue eingeladen und dann haben wir uns mal ein bisschen unterhalten. Und er meinte, ja, auch. Und dann habe ich mal seinen Channel auch ein bisschen, also sein Instagram analysiert. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, viele kennen den, also es ist wahrscheinlich, dass du den auch kennst. Justin heißt er. Ja. Ja, genau. So. Ja. Und mit ihm habe ich mich dann unterhalten. Wie gesagt, ich habe ihn dann zum Barbecue eingeladen. Er hat dann auch mal Behind the Scenes gefilmt für einen unserer Shortfilms und so. Also cooler Typ. Aber er macht es halt richtig gut. Also seine Reels sind richtig gut. Ich habe mir die mal angeschaut, das Editing. Er gibt sich Mühe. Genau die gleiche Frage, die wir uns gerade gestellt haben. Der hängt dann eine Kamera unter die Decke, um einfach noch in diesem blöden 30-Sekunden-Reel noch drei andere Angles drin zu haben und so. Wo ich mir dann auch denke, also ihm, was heißt, ich gönne es auch anderen Leuten, aber weiß eh, wie es ist. Und bei ihm, aber er steckt die Arbeit da rein, er macht guten Content, er hat das verdient. Ja. Das ist so meiner Meinung nach. Ich denke so, hey, da verstehe ich es. Ja. Bei anderen Leuten denke ich mir manchmal so, ich bin ja immer so, jetzt, ich will jetzt nicht die Riesendebatte, aber dann denkst du, du steckst, und er steckt da Arbeit rein und hat das verdient, das zu machen. Aber andere Leute stecken auch Arbeit rein und grown vielleicht nicht so groß. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie einen Content, der so komplett bescheuert ist oder simpel ist und hat Millionen an Views und denkst einfach nur so, ey. Und, aber naja, es ist, aber bei ihm ist es wirklich, ich habe das oft analysiert und Qualität setzt sich schon durch, aber, und das auch mit dem Beispiel, von dem du gerade gesagt hast, es ist halt schon ein Trend. Also er macht halt den Sachen auch alles, ist alles so hipstermäßig heute und alles, ja, jetzt Analogfotografie und dieses sehr minimal bearbeitet. Sehr viele Lightlicks drin, sehr flashy. Genau. Und ja, schwarz-weiß und alles irgendwie ein bisschen so hipster, keine Ahnung was, minimalistisch. Es funktioniert halt, aber es ist halt wieder dieser Trend, wo ich mir überlege, vor ein paar Jahren bei Instagram, Hard Travel und alles halt die gleichen Orange and Teal und Sam Colder, keine Ahnung was Geschichten. Und die sind halt durch die Decke gegangen. Und deswegen, du musst halt irgendwie gefühlt schon auf die Trends irgendwie aufspringen. Also. Ich meine, auch wenn man jetzt in die Werbung schaut, ja, immer dieses sehr viel Neon. Mhm. Ich hatte das Gespräch mit einem anderen Filmmaker letztens. Sehr viel Neon und das hält sich jetzt schon echt lange, ja, vor allem, wie ich in Berlin gewohnt habe. Du konntest das nicht wegsehen, ja. Das ganze Beton und ganze Neon und dies, das, jenes und weiß nicht, Blue Hour, rotes Licht, ja, Classic, ja. Ist auch ein Trend. Ich meine, es schaut gut aus, du vermittelst Gefühl, wenn du es richtig machst. Ja. Aber es ist halt auch ein Trend, mehr oder weniger. Ich meine, dieses Ganze, ich glaube, das war so ein bisschen der Anschluss, sich auch dieses, der Blade Runner, der letzte, ja. Weil da das genauso war, was auch geil ausschaut. Ja. Gibt's ja, gar nichts. Bei mir ist gefährlich. Also ich weiß, dass ich super manipulierbar bin, was Trends angeht. Mhm. Am Anfang finde ich alle scheiße und dann nach einer Zeit denke ich mir, ah, fuck, jetzt finde ich doch cool so. Also bei manchen Sachen ist es nicht so und da bin ich dann einfach so, okay, damit will ich nichts zu tun haben, aber auch jetzt zum Beispiel, ich weiß, habe ich vor 5 oder 6 Jahren, habe ich 2 Musikvideos in L.A. gedreht und der Producer wollte dann halt so, genau, hey, können wir das nicht so richtig abgefuckt, keine Ahnung, so wie als wäre es in den 80ern und als
Tiefenunschärfe und filmmäßig so, keine Ahnung, was drehen. Ich habe gesagt, nee, ich will ja nicht, ich komme jetzt hier mit meiner Cinema-Kamera an, ich will jetzt für mein Portfolio was richtig Geiles aufbauen, soll High-Class aussehen und so. Wir haben den dann eh über so und keine Ahnung, weil ich das einfach dämlich fand. Mhm. So, warum soll ich denn jetzt hier das so aussehen lassen, als wäre es auf einem Camcorder geschossen worden? So, und dann ging es aber der Trend immer so weiter. Also die haben das halt schon viel früher erkannt anscheinend. Mhm. Und jetzt ist es halt alles so. Und jetzt so ein bisschen geht jetzt dann mein Content, ah, jetzt finde ich auch so Filmgrain schon cool. Und ja. So ein bisschen was, was ich halt vor 4, 5 Jahren, als der Trend aufkam, ja, fand ich komplett bescheuert. Da haben wir gesagt, nein, ich will jetzt hier so High Commercial Work und soll richtig High Class aussehen. Und jetzt bin ich dann doch so ein bisschen in die Richtung gerutscht. Und denke mir so, ach Mist, jetzt haben sie mich gekriegt. So. Ich finde gerade Musikvideos, und das unterschätze ich immer so hart, ja. Ich habe letztens erst gesehen, ich glaube, A$AP Rocky hat das Video gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Aber da war ein Gefühl, wenn du das Video anschaust, hat das 25 TikTok-Trends drinnen. Hm, ja. Aber gut umgesetzt, also cool umgesetzt und natürlich mit größerem Budget als die TikTok-Videos sind, ja. Aber ich finde das so interessant, weil es halt so unrealistische Sachen sind, aber so gut verpackt. Ja. Also man sieht da schon, normalerweise geht es immer, die Trends kommen aus Musikvideos raus in die Welt. Ja. Aber jetzt ist irgendwie der Weg umgekehrt. Ja, auch diese ganzen, wenn du Werbevideos, das war ein großer Trend und ich bin froh, dass das ein bisschen weggegangen ist, diese ganzen Swipe-Transitions, ja, weil die jeder gemacht hat und jeder haben wollte auf einmal. Ja. Jeder Kunde hat gesagt, hey, können wir das so machen? Sag ich so, I guess. Ich frage mich halt wirklich bei mir, und da habe ich oft die Sorge, dass ich werde ja älter. Mhm. So, und das ist, ich bin ja auch schon auf der älteren Seite. Und ob dann irgendwann der Punkt kommt, und ich meine, ich bin schon fast an dem Punkt. Also viele von diesen TikToks schaue ich mir an und denke mir, ist nicht, ich habe auch keinen TikTok. Also es ist also, ich denke mir, ey, also wenn es jetzt ist, ich mache das oder ich mache irgendwas komplett was anderes, dann mache ich was komplett anderes. Und auch mit Technologie, ich bin ja super technologieaffin und so. Ob irgendwann der Punkt kommt, wo ich einfach, ey, ich verstehe einfach nicht mehr, was hier abgeht. Und habe auch keinen Bock mehr drauf. Und das ist halt die Frage, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das manchmal kommt, noch bin ich nicht da, aber bei manchen Sachen, ich habe einen Director mir auch, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder ein Artikel oder so, wo er meinte, hey, Musikvideos sind tot, das ist nicht der Weg. Also ich würde keinem neuen Artist, der jetzt Musik macht, empfehlen, dein Geld in Musikvideos zu stecken. Macht keinen Sinn. Es ist der andere Weg. Also früher war es halt so, hey, du bringst ein Musikvideo raus und dadurch wirst du erkannt, wie du gesagt hast, und dann kommen die Trends daher. Ja. Mittlerweile ist das alles tot. Ja. Und ich habe auch auf meinem Weg halt viele andere Instagrammer, TikToker, YouTuber, was auch immer, alle analysiert. Da war auch einer bei Connor Price, heißt der, der macht also Rap. Und der hat einfach den krassesten YouTube-Graph überhaupt. Also es war so, YouTube gestartet, nach einem Monat hatte er 100.000 und einen Monat später hatte er über 1 Million. Und also wirklich, der Graph geht einfach nur so. Und dann habe ich einen Podcast mit ihm gehört, wo das herkommt. Seine Freundin ist aus dem Marketing, er ist halt da und die haben sich zusammen eine Strategy überlegt. Und dann ging es halt alles nur über TikTok. Mhm. Und aber richtig smart, also er macht es richtig gut. Und der hat eine Story erzählt am Anfang. Von jedem seiner Reels, TikToks gab es eine Story und dann hat er seine Musik da reingebracht. Und dann sind die natürlich alle viral gegangen. Super interessantes Thema, diese ganze TikTok und so, dass halt wirklich auch Musiklabels und so, die zahlen dann halt Influencern, dass sie dann halt einen Tanz dazu machen, dass sie keine Ahnung was. Und du. Man fragt sich immer, wer startet mit dem Tanz? Wo kommt das her? Ja, sitzt einer zu Hause und sagt, hey, ich erfinde einen Tanz, den ich jetzt auf TikTok stelle und dann wird es trend. Nein, aber wie du sagst, ja, da steht halt ein Label dahinter, die halt auch sowas. Auch Artists selber, halt, muss nicht mal mein Label sein. Die bezahlen dann halt wirklich Leute, dass die halt, hey, benutzt meinen Song, dass er viral geht. Und die schreiben auch ihre Songs. Und die wissen, ey, ich brauche eigentlich nur diesen einen Hook, um wieder da zu sein, dass der viral geht. Und dann das restliche Lied ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, dadurch geht's. Und das ist halt jetzt der Weg, wie Musik gemacht wird. Und es hat halt einfach auch wieder die komplette Branche revolutioniert. Ja. Revolutioniert oder kaputt gemacht. Oder kaputt gemacht. Also revolutioniert, ja, verändert auf jeden Fall. So. Und das sehe ich halt jetzt gerade sehr viel und was mir halt, ich klinge echt wie so ein Boomer, wenn ich das sage, aber so, was mir halt Sorgen macht, ist, dass du einfach, es ändert sich halt alles die ganze Zeit und du kannst halt an nichts festhalten und ich bin halt wirklich so, ich habe in New York studiert, habe dort gelebt und in meinen 20ern am Anfang und es war geil. Ich könnte jetzt nicht mehr in New York wohnen, ich hatte einfach keinen Bock drauf, es ist mir einfach viel zu schnell. Es ist mir viel zu schnell, es ist mir viel zu laut, ich will jetzt einfach so ein bisschen gechillt sein und ein bisschen Zeit für mich und so, also ich merke da echt, bei mir den Trend und deswegen ist Social Media, ich hoffe, dass ich halt, dass die Audience immer dafür da ist, für die Sachen, die ich mache, aber mir ist das alles zu schnelllebig. Also das ist, ich will einfach so wieder ein bisschen langsamer zurückkommen und so und diese ganzen Trends und
Ja, ich habe da einfach keinen Bock drauf, sag ich ganz ehrlich. Aber deswegen meinte ich, weil es Authentizität, auch wenn das so ein Buzzword ist seit Jahren, ja, weil es vieles verkauft ist, was es nicht ist, ja, finde ich halt wichtig, weil die meisten YouTubern, denen ich folge ich, weil ich sie cool finde. Also die sind halt einfach, das ist das, wie du gesagt hast, du baust dann eine Verbindung auf und denkst, du kennst die Person und bist Friends mit denen, unter Anführungszeichen. Mhm. Und deswegen, weil die halt sympathisch sind, ja, ich meine, und dann ist der Content auch ein bisschen wurscht, unter Anführungszeichen, aber wenn er dann nochmal mit reinspielt in das, was du halt schaust, ja, dann ist ein doppelt interessant, ja. Weiß nicht, ein gutes Beispiel ist eigentlich Jon Olsen. Mhm. Kennt, glaube ich, so gut wie jeder fast aus dem Alter. Mhm. Und das war für mich so, der hat gestartet mit Daily Vlogs und das war für mich so, ich komme von der Arbeit heim, mache mein Essen, setze mich zu dem Vlog hin. Ja. So, schau das an, jeden Tag. Gut, dann ist er halt Dad worden und stuff und dann hat er keine Autos mehr gekauft und aufgemotzt und gleich wieder verkauft und drei Häuser baut und dies, das, jenes und ein Boot baut und hin und her. Mhm. Jetzt wieder scheinbar mit der Scheidung, ja. Ja. Aber das, du connectest halt mit der Person dahinter, ja. Der muss nicht mal was super Interessantes machen an dem Tag, ja. Aber du denkst so, hey, der hat da sein damals war es noch der Markus Valeur, ja, sein Filmmaker. Und die haben eine coole Dynamik, du merkst, dass sie irgendwie Friends sind und das ist es dann am Ende des Tages auch. Ja. Du fühlst dich irgendwie in der Konstellation mit eingebunden, ja. Ja, obwohl du die Person noch nie gesehen hast. Ja, ja, und da gibt es halt wirklich ein paar YouTuber, die das richtig gut machen. Ja. Und ich habe das versucht oder versuche es immer noch und ich bin jetzt auch auf dem Weg, wo es immer besser funktioniert gefühlt, aber du kannst es halt nicht alleine machen und das ist halt das. Und das ist genau das, was du hast, was ich angesprochen habe mit, okay, du schaust die Serie nach der 8. Staffel, ist es vorbei und du fehlst, oh, jetzt fehlen irgendwie die Leute so. Und viele YouTuber, die machen das genauso, Potato Dirt, ich weiß nicht, ob du kennst, ein Filmmaker. Und so, und der macht das halt auch so. Das ist halt nicht so, du schaust das Video wegen ihm, weil er da in seiner Bude sitzt, sondern hey, oh, jetzt ist der wieder dabei und auch der testet das jetzt mit dem. Und dann kommt so ein Freund, der da immer mal alle paar Videos dabei ist, dann freust du dich, den wiederzusehen. Und das heißt, du hast da diese Community an Leuten drin und das versuche ich halt auch, diese Community aufzubauen, dass du, okay, wir drehen jetzt diese Kurzfilme und dann jetzt ist der dabei und jetzt ist der vielleicht mal vor der Kamera, jetzt ist er vor der Hinterkamera, jetzt ist er mal Gaffer, jetzt ist er mal das und so und du merkst halt, ah, okay, die sind irgendwie alle irgendwie dabei, aber du kannst es halt nicht alleine und das ist, und für mich ist halt dann auch wieder das Problem mit dem, ich weiß, es klingt immer so, als wäre ich sowieso Money-Focus, aber es ist ein super schwieriges Thema, die Leute dafür zu finden, weil ich möchte einen Kurzfilm drehen auch aus Passion, weil ich halt sage, okay, wir drehen den Kurzfilm und wir lichten das richtig geil und filmen das mit Red Cameras und bla bla bla. So, und ich verdiene ja Geld über YouTube. Also es ist ja nicht so, ich verdiene jetzt an dem Video speziell an dem vielleicht nicht so viel, aber ich verdiene nicht genug, um jetzt die ganze Crew zu bezahlen. Das heißt, das machen wir dann alles wieder. Also so. Es ist halt so eine Mischung aus Passion Project für andere, aber ich mache halt doch irgendwie dann mit der Behind-the-Scenes Geld damit und so. Und das ist halt super schwierig, weil ich möchte niemanden ausbeuten. Ich möchte halt, dass jeder daran verdient, aber ich kann auch nicht einen Behind-the-Scenes-Filmer seine Dayrate zahlen von 1.000 Euro und sagen, ja, hey, hier, cool. Dann drücke ich es halt eher meiner Freundin in die Hand und sage, hey, film du halt irgendwie. Aber auch selbst da ist halt immer so, und es ist halt super schwierig im Filmmaking, weil es ist, für manche Leute ist es ein Hobby und für manche Leute nicht. So wie, weiß ich nicht, Fliesen legen ist wahrscheinlich für die wenigsten Leute ein Hobby. Das ist halt fast immer ein Beruf. So. Und ziemlich wahrscheinlich, ja. Das ist halt schwierig und da. Und ich habe ein Problem damit und deswegen ist auch diese ganze Kurzlebigkeit, das war aber schon immer bei mir so, wenn ich irgendwas nicht sehe, dass das sustainable ist, dann habe ich ein Problem, das auf Dauer zu machen so, oder mich da reinzuknien. Wenn ich mir dann denke, okay, cool, wow, wir haben jetzt zwei richtig coole Projekte gemacht, aber das werden die ja jetzt nicht in einem Jahr noch machen wollen, dann, weil die dann sich weiterentwickeln. Und dann, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt diese Leute alle in meinen YouTube-Channel integriere, aber die dann nach 2 Monaten weg sind und nie wieder gesehen werden? Ist für mich halt schwierig. Also das ist ein Thema. Weil ich hasse es, abhängig zu sein. Das ist das, was ich, glaube ich, in meinem Leben am meisten hasse. Und das ist auch ein Grund meiner Entscheidung, warum ich jetzt wieder zum Pokern zurückgehe. Mhm. Weil das ist einer der, glaube ich, unabhängigsten Sachen, die es gibt. Klar, du bist auch vom Casino abhängig und von Leuten, gegen die du spielen kannst. Aber ich kann es machen, wann ich will, wie ich will, wo ich will, wie oft ich will, bla bla bla. So. Und dieses mit dem YouTube-Channel, wenn du dich nicht wirklich die ganze Zeit alleine vor die Kamera setzt, du brauchst immer irgendwen, der dich filmt und behind the scenes macht und eine Crew, mit der du irgendwas filmen kannst und so weiter und so fort. Und ich hasse diese Abhängigkeit, weil das macht mich immer so. Thanks for tuning in to Creative Zauro Club with host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.